Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und irgendwie mein Tisch steht nicht so gerade, schade. Naja, die Kamera auch nicht so schief, aber ich werde jetzt nichts umändern. So, ich habe gesehen, meine Überraschung für euch hat sehr gut angekommen, ist sehr gut angekommen. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich, dass ich euch überraschen konnte. Danke für eure Kommentare. Ich bin begeistert von euch. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommt die nächste Überraschung. Die zweite Türchen. Ich habe das schon jetzt so gestapelt. Hier ist etwas wieder mehr Karten. Vielleicht, ich hoffe, dass jeder von euch findet hier Informationen für sich. Wir fangen jetzt an. Heute ist Eule. Eule, das ist Weisheit. Eule, das ist Sehen. Da, wo andere nicht sehen, zum Beispiel in Dunkelheit, im Nebel, unklare Situation, richtig reagieren. Da, wo unklar ist, du siehst alles besser, schärfer. Das ist auch Luft, muss ich sagen. Das sind die... Ich habe heute noch eine genommen. Irgendwie Intuition hatte ich gehabt, dass ihr braucht mehr. So, die Glückszahl ist Nummer 3. Das ist die Herrscherin. Herrscherin ist Element Erde. Nicht so Erde-Element, aber gehört zu Erde. Das heißt, Herrscherin ist auf diese Erde, ist Besitzerin von der Erde, Herrscherin. Ja? Und Element Wasser ist heute. Heute ist irgendwie welche Drache, Wasserdrache oder so. Ja, Wasserdrache, glaube ich. So, fliegende Drache. Und Zahl 3. Und ihr seht, ist grün, das heißt Erde. Im Tarot, Herrscherin sowieso. Mein Gott. Das ist nicht gut. Ich hoffe, die Lampe hält jetzt diese Video, Gottes Wille. Die Herrscherin gehört zu Erde. Sie herrscht an diese Erde und sie ist Besitzerin von Erde. Wie sagt man zum Beispiel, die Hohepriester, gibt es Triade. Triade, das ist Dreier. Frauen sowie Generationen. Erste ist die Priesterin, zweite ist die Herrscherin und dritte ist die Stern. Und das werden wir auch auf meine anderen Kursen auch lernen. Nur ich wollte euch sagen, hier bist du wie die Herrscherin. Heute benimm dich wie die Herrscherin an erster Stelle von deinem Leben und dann zu Hause wie die Herrscherin sein. Herrscherin ist schon eine sehr, sehr weibliche Karte. Hier sind die Karten, Tarotkarten. Eine von den liebsten meinen Tarotkarten. Das ist nicht Apokalypse, Illuminati. So, was sollst du heute tun? Wie sollst du dich benehmen? Wie sollst du heute handeln? Auf jeden Fall bewege dich. Bewege dich, versuch auch, wenn dich zieht, oft in die gemütliche Lage, da wo du überhaupt sich nicht willst bewegen, ja, weil vielleicht, weil du Angst hast, so, aber das bringt dich weiter. Die zwei Karten sagen, bewege dich, weil das ist deine Zukunft, deine Hoffnung. Bewege im materiellen Bereich, beruflichen Bereich, wie sagt man, unter liegenden Stein, keine Wasser fließt. Genauso ist hier. Und Stern. Stern, das ist, ich, so wie ich gesagt habe, hier habt ihr Herrscherin, Stern und Höhepriesterin übrigens, die ist für kosmische Weisheit, für außerirdische Weisheit. Herrscherin ist für die Erde zuständig und Stern ist zuständig für die Zukunft. Das ist die reife Frauen, die schon wissen, wohin die gehen, was sie tun, was sie aus dem Leben wollen. Normalerweise
eine Frau, das ist schon dritte Ausschnitt, letzte dritte Ausschnitt im Leben, da wo Frau nach dem Stern weiß schon, was sie möchte erreichen in diesem Leben, was sie, was macht sie glücklich und so weiter. Sie weiß ganz genau, welchen Weg soll sie einschlagen. Zum Beispiel die Hohepriesterin ist noch nicht bewusst. Sie hat nur diese außerirdische, diese geheime Wissen, aber keine wie Herrscherin Erfahrungen auf der Erde. Und jetzt vom Osho für euch die Weisheitskarten. Kreativ leben, weiser leben. Schaut mal, kreativ, die Herrscherin lebt kreativ. Weiser leben, das ist auch, und Herrscherin übrigens auch. Glückszahl ist 3 und Element Wasser. Was möchte ich dazu sagen? Das ist Wasser mit Erde. Das heißt, ich vermute, das ist nur ein Tipp von den Karten, wenn du Erde gießt, wird etwas dort wachsen. Das heißt, Emotionen und doch Grund, wenn Grund ist gesund, das heißt, dein Körper, wenn ist gesund, wenn du gibst genug Wasser, dann wird aus dich eine hübsche Frau oder ein starker Mann. Jetzt wieder zurück. Kreativ leben. Ich kann immer noch nicht sehen. Ich habe auf die Lampe geschaut und ich hoffe, ich kann das nachher sehen. Kreativität bedeutet, dass dein Kelch voll ist mit Wasser. Mit Wasser. Wasserelement. Deine Bedürfnisse erfüllt sind. Und du mehr hast als das. Du kannst mit dieser Energie spielen. Schaut mal, Stern, Herrscherin, Wasser, Eule. Das sind so schöne Dinge. Eule ist das Krafttier heute. Der wird dir weise Dinge verleihen. Der wird dir heute deinen Weg zeigen, deine Intuition heute da, wo wirklich Finsternis ist, wirst du heute genau finden, Weg, wo du weitergehst, Lösungen findest. Weiser leben. Lass alles zurück, was dir die Gesellschaft gegeben hat. Charakter, Moral, die Idee von Gut und Böse, die Trennung von Körper und Seele, die Spaltung zwischen Erde und Himmel. Lass alles fallen, was die Gesellschaft dir aufgezwungen hat. Werde wieder unschuldig. Eine unbeschriebene Tafel und plötzlich bist du weise. Wie ein Kind. Ein Kind hat keine Erfahrungen, darum hat keine Angst. Genauso benehme dich wie ein Kind heute. Ich hoffe, ihr alle. Ist nicht schlimm, dass es das eine Legung ist. Ich habe schon gesehen, jeder von euch findet irgendwie etwas für sich, was ihr in diesen Tag bringen könnt. Jetzt von Maria. Begeisterung. Was immer meine Leidenschaft zum Lodern bringt, ist die Richtung, der ich folge. Schöne Sprüche auch. Der Grenzwächter. Erkenne die Dinge und Menschen, die deine Grenzen allzu gedankenlos überschreiten und schütze dich. Schau, dass niemand, zum Beispiel hier Ängste, ja? Hier Ängste und hier diese Karte, da wo du dich zusammenhältst, da wo du zum Beispiel, ich habe gesagt, hier. Wenn zum Beispiel jetzt nach dieser Karte, ja, von diesen Seelenbotschaften, was kann ich sagen jetzt, wie du heute handeln sollst? Auf jeden Fall, schau, dass du dich beschützt. Ist egal, wer mit dem Streit kommt. Ist egal, wer dich überfährt heute. Das heißt, anfährt mit Beschimpfungen. Ist egal was. Bewahre Ruhe und hab keine Angst.
deine Zukunft ist schon vorgeschrieben. Die Herrscherin, die Eule, diese Wasserdrache, diese Element, übrigens Wasser zum Beispiel, das ist Emulsion. Schau, dass du keine Emotionen heute nicht explodierst. Wasser wird dich erden, das heißt, dass du nicht explodierst durch die Emotionen von Wasser. Und jetzt noch eine letzte Karte. Du bist das Licht in dieser Welt. Strahle hell, strahle weit. Ahnen. Achtung kommt, Ahnung kommt von den Ahnen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fließen ineinander. Das heißt, gibt es nicht Vergangenheit, gibt es nicht Zukunft, gibt es nur hier und jetzt, Gegenwart. Die Ahnen wachen über uns. Menschen, die vor uns gegangen sind, können uns in der Zeit der Rauhnächte in Träumen und über andere Kanäle erreichen, um uns zu helfen, zu warnen, zu ermutigen oder ungelöste Angelegenheiten zu erlösen. Verbinde dich heute mit deinen lichtvollen Ahnen und entzünde eine Kerze für sie. Mach das heute. Und bitte um ihren Segen und Beistand und Familienangelegenheiten, in Familienangelegenheiten und Themen des alltäglichen Lebens. Sie werden dir auf ihre Weise ein Zeichen senden, vielleicht in Träumen, vielleicht irgendwie welche, ich habe schon euch gesagt, zum Beispiel, irgendwo gehst du auf der Straße und siehst du Feder. Feder, das ist Zeichen, dass du bist auf dem richtigen Weg. Das ist ein Zeichen vom Engel, vom unsere Krafttiere, so wie Eule zum Beispiel. Viele gute, weise, geistige Kräfte arbeiten für dich. Sie beschützen dich und können dich vor Dummheiten bewahren. Die Eule wird dich heute bewahren von Dummheiten. Du kannst Hindernisse überwinden und eine neue Sichtweise einnehmen. Fühle dich in der Liebe verbunden. Lebe kreativ, lebe weise. Meine Lieben im Himmel beschützen mich und senden mir Zeichen. Bevor du zum Beispiel schlafen gehst, sag diese Wörter. Meine Lieben im Himmel beschützen mich und senden mir Zeichen. Und oft kommen die in unsere Träume. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich heute Nachmittag. Ich hoffe es, ich werde es versuchen, später zu euch zu kommen. Nicht um 16 Uhr, wie üblich, um 18 Uhr. Ich freue mich auf euch. Ich versuche es um 18 Uhr zu sein. Ich hoffe, ich schlafe nicht ein. Ich werde mir Wecker einstellen, weil normalerweise Nachmittag bin ich schon im Schlafmodus. Aber ich habe gesehen, ihr wollt etwas später. Ich verstehe schon, weil ich mache das für euch. Und Thema ist wieder Seelenpartnerprozess, Dualseelenpartnerprozess und so weiter. Und ich finde, das wird momentan so am Mittwoch bleiben, dass wir, weil gibt es viele Prozesse, dass du kannst dich testen, von Woche zu Woche kannst du dich testen, wie weit du bist, ob du hast dich schon geheilt, ob du bist schon weggekommen, wie weit bist du, auf welcher Stufe bist du in diesem Prozess, werden wir schauen. Alles Gute, meine Lieben, alles Liebe und bis später. Ich habe euch alles lieb, einen wunderschönen Tag. Tschüss, Papa.